Wenn das neue Kalenderjahr startet, kribbelt es bereits bei vielen Fußballenthusiasten aus dem Rheinland. Denn gleich zu Beginn des Jahres bietet der Sesterhen Cup in Mülheim-Kärlich ein großes sportliches Highlight. Tom Theisen, zweiter Vorsitzender der SG 2000 Mülheim-Kärlich, verrät, welcher Hallenfußball wann geboten wird. Wir starten freitags ab 17.30 Uhr mit 10 Altherrenmannschaften. Das ist ein Treffen alter Weggefährten. Sehr viele haben miteinander oder gegeneinander gespielt und wollen es dann doch auf dem Parkett auch immer wissen. Und samstags dann das große Hauptturnier. Das haben wir ja seit dem letzten Jahr so eingeführt, dass der Sesterhen Cup mit dem Hauptturnier samstags gespielt wird, mit der TuS als Leuchtturm, als Regionalligist. Und dann haben wir viele ambitionierte Rheinland- und Bezirksligisten, die sich versuchen wollen, der TuS das Wasser zu reichen an der Stelle. Und sonntags dann unseren EVM Junior Cup. Da haben wir früher ja zwei Turniere gespielt. Nach der Corona-Zeit haben wir entschieden, das machen wir an einem Wochenende. Das hat sich letztes Jahr bewährt, weil es auch für uns von den Ressourcen her einfach besser ist, alles an einem Wochenende leisten zu können, auch von den Helfern, Helferinnen her. Und wir freuen uns da auf drei Tage, eine volle Halle, sehr viele bekannte Gesichter. Es wird einfach wieder Fußball gespielt, sehr viele Tore, ein frisches Hachenburger Pilz dazu, gute Gespräche. Also das ist ein Termin, der seinesgleichen sucht, weil er einfach von der Positionierung Anfang des Jahres perfekt liegt. Insgesamt 12 Mannschaften nehmen am Samstag dem sportlichen Highlight des Hallenturnierwochenendes teil. Die meisten kommen direkt aus der unmittelbaren Region, wie Peter Löcher, der erste Vorsitzende der SG 2000 Mülheim-Kärlich, die das Turnier als Gastgeber und Veranstalter begleitet, berichtet. Von der Rheindörfer A-Klassenmannschaft bis zur Rheinlandliga haben wir insgesamt 12 Mannschaften da. Erstmals dabei ist der BCA Weiler, der letztendlich auch eine Spitzenmannschaft aus dem Rheinland ist. Und regional vertreten ist dann aus der Rheinland-Liga noch die Spielvereinigung Andernach. Und aus der Bezirksliga haben wir dann erstmals auch den Tabellenführer der Bezirksliga Ost dabei, den BSC Linz, den VfB Linz. Und der FV Rübenach ist da. Und ganz besonders freuen sich natürlich unsere Freunde von den Rheindörfern, dass die als A-Klassenvertreter hier dabei sein dürfen. Also da muss der Jubel groß gewesen sein und schönen Dank nochmal an die, dass sie auch kurzfristig letztendlich eingesprungen sind. Fußball in der Halle. Fast schon scheint es, als sei diese Faszination in den vergangenen 10 Jahren verlaufen. Jedoch unberechtigterweise, wie Theisen einschätzt. Denn Hallenfußball macht immer noch richtig viel Spaß. Da wären wir eigentlich bei der Historie des Turniers. Ich war ein ausgezeichneter Hallenfußballer, weil der Weg zum Tor war sowas von kurz. Und deshalb habe ich Hallenfußball immer geliebt. Ich war natürlich ein extrem bescheidener Kicker, wie so viele. Wenn man dann gute Kicker zusammenbringt, die das auf richtig hohem Niveau zeigen, hier bei uns in der Region, meistens wirklich auch mit den besten Mannschaften über all die Jahre, dann ist das einfach faszinierend, wie schnell Torraumszenen auf beiden Seiten wechseln, wie schnell das geht mit dem berühmten Umschaltspiel. Das gibt es nicht nur draußen. In der Halle geht das noch viel schneller. Ich finde es total albern, wenn heute vor allen Dingen Trainer sagen, nee, Halle machen wir nicht. Zum Beispiel dieses Stichwort Verletzungsgefahr wird dann oft genannt. Wir hatten beim Sesterhen Cup, ich kann mich nicht erinnern, bis heute keine schwere Verletzung. Wir hatten mal gebrochene Finger, ja, wir hatten auch schon mal Zerrungen, wir hatten auch schon mal einen Bänderriss. Aber bitteschön, auf der anderen Seite würde man an dem Tag draußen auf einem vielleicht eisigen Kunstrasen ein Trainingsspiel machen. Also entschuldige, ich habe das noch nie verstanden, den Hallenfußball da zu verteufeln wegen Verletzungsgefahr. Es ist einfach was Besonderes in einer Halle, die eine Rundumbande hat, die auch von beiden Seiten eine Tribüne hat, so was Kesselförmiges. Ich liebe das und es gibt zum Glück ganz viele, die lieben das auch noch und die werden wir dann hier auch treffen an dem Wochenende. Einen ganz besonderen Programmpunkt gibt es am Samstag, dem 13. Januar, im Zuge des Sesterhen Cups dann auch erstmals zu sehen. Tatsächlich ist im vergangenen Jahr beim Sesterhen Cup zum ersten Mal Inklusion Thema gewesen, weil wir hatten in der Helferschaft ganz viele beeinträchtigte Menschen, die einen Riesenspaß hatten, involviert zu sein an diesem Wochenende.
Und dann haben wir uns ja im Laufe des letzten Jahres dann weiterentwickelt und haben unsere Inklusionsmannschaft gestartet mit Michael Wall als Coach und Stefan Zeidern als Inklusionsbeauftragten. Und da sind Woche für Woche, solange wir draußen waren, fast immer 20 Menschen beteiligt gewesen an diesen Trainingseinheiten. Wir haben Freunde in Polsch, die vollziehen das auch so wie wir. Und dann haben wir uns einfach verabredet, für den 13. Januar spielen die Inklusionsmannschaft der SG 2000 und die des VfB Polsch ein Einlagespiel vor den Halbfinals um ca. 18:30 Uhr. Und das ist für die Spielerinnen und Spieler ein Riesenerlebnis vor so einer Kulisse in dieser Halle. Und das wird allen Spaß bereiten, da bin ich mir ganz sicher. Das ist einfach eine neue Note, die aber überhaupt in der Gesellschaft eine große Notwendigkeit hat. Budenzauber von Freitag bis Sonntag in der Philipp-Heifthalle in Mülheim-Kärlich. Insbesondere für jene Fußballfans eine sprichwörtlich warme Empfehlung, die sich in den Wintermonaten eher auf der heimischen Couch statt auf den vereisten Stehrängen der Region sehen. Und überhaupt, kulinarisch wird vieles geboten sein. Ja, ein gutes Bier, ne? Es gibt ein schönes Fassbier, erstmals von der Herrenbäuer. Und weswegen gehe ich zur Halle? Die Winterpause war lang genug, auf der Couch hatten wir lange genug gelegen und es ist jetzt wieder an der Zeit, wieder unter die Leute zu kommen. Und es ist wirklich immer toll, vor allen Dingen noch freitagsabends bei den alten Herren. Man trifft so viele alte Gesichter, altbekannte Gesichter. Und die dritte Halbzeit ist natürlich schon überragend. An diesem Freitag, dem 12. Januar, starten ab 17.30 Uhr die alten Herren. Die Herrenmannschaften der SG 2000 Mülheim-Kärlich, TuS Koblenz und Co. spielen am Samstag ab 13 Uhr den traditionsträchtigen Sesterhengcup aus. Und am Sonntag spielen die U13-Teams aus der Region den Rheinlandmeister in der Halle aus. Schöne Tore, intensive Zweikämpfe und viele Emotionen werden garantiert geboten sein. Man muss den Budenzauber in Mülheim-Kärlich einfach lieben.